Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Projekt hier bei der LPWG. Ich werde nach 10 Jahren zum zweiten Mal die Rouge-Kampagne aufnehmen. Dieses Mal auf schwer, mit der Besonderheit, dass ich Nordafrika und Italien jeweils als ein Video hochlade und dann eben die einzelnen Missionen danach, also die Mission danach eben einzeln. Wir werden in Phasen, in denen nicht so viel passiert, auch ein bisschen über Politik reden oder über Geschichte oder auch über das Spiel an sich, über Mechaniken, die Entwicklung. Und ich werde die ganzen Intro-Sequenzen überspringen. Ich habe das Ganze ja schon mal Let's Played, wie es damals vor 10 Jahren hieß. Und wenn ihr euch für die Story interessiert, die aber tatsächlich gar nicht so gut ist, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne machen, indem ihr euch meine alten Videos anschaut oder indem ihr euch Rouge kauft. Stand April 2022 ist das Spiel recht gut erhältlich über Keystore-Seiten. Und auf dem Discord der LPWG, Link müsste in der Beschreibung auch verlinkt sein, findet ihr auch weitere Infos, zum Beispiel, wo ihr es euch genau kaufen könnt, wie ihr Probleme lösen könnt bei der Installation und so weiter. Da findet ihr alles Mögliche. Aber gut, also zu Beginn haben wir 4 GIs gegen 2 Grenadiere. Und das ist jetzt natürlich am Anfang noch gar kein Problem. Sache ist nur die, was man beachten muss, diese Grenadiere machen mehr Schaden als unsere Einheiten. Also während die 40-40 haben, haben wir 20-20. Ich könnte diese Stats übrigens mit Tabulator, also Tab, einmal aufrufen. Wichtig ist für uns also, dass unsere Truppen alle stark, also quasi volles Leben haben, wenn möglich, gleichzeitig reinkommen und so Napoleon-Taktik mäßig, dass wir immer mit so vielen Einheiten wie möglich, so wenig Einheiten vom Feind wie möglich, angreifen. Sehr gut. So. Aber dieser Krieg geht noch weiter. Am besten stellt man natürlich seine Einheiten in den Wald, nur sehe ich hier leider keinen Wald. Wir haben schnell reagiert. Wir müssen auf jeden Fall die Truppen gesammelt halten gegen die Feinde. Deswegen würde ich die mal so ein bisschen hier in die Stadt stellen, in der Hoffnung, dass der Feind einzeln reingeht. Ah, okay, wir müssen die angreifen, weil da drüben kommen nochmal welche. Okay, dann müssen wir uns beeilen. Und wichtig ist auch, Infanterie auf der Straße ist stärker, beziehungsweise schneller als nicht auf der Straße. So. Also wir müssen jetzt auf einmal rein und am besten fokussen wir auch eine Einheit immer raus, sodass die wirklich tot ist und dann greifen wir die andere an. Das ist ein sehr großer, und jetzt müssen wir die ausschalten, bevor irgendwas anderes passiert. So, und jetzt gehen wir hier zurück und packen die alle auf einen Haufen gegen die hier drüben. So, die Einheit wird jetzt am meisten Schaden fressen. Die können wir schon mal nach hinten micronen und die können wir nach vorne micronen. So, ich denke, das System ist mehr oder weniger klar. Das ist jetzt hier vielleicht ein bisschen trivial. Es geht immer nur um Infanterie. Auch wenn wir jetzt schon eine Infanterieeinheit verloren haben. Aber wir müssen die Einheit jetzt auf jeden Fall ausschalten, so, und jetzt müssen wir die andere noch ausschalten. Das klingt jetzt trivial, aber im Multiplayer könnt ihr tatsächlich mit dieser Strategie bei einem Panzerkampf, der relativ ebenbürtig ist, einen Riesenunterschied machen. Ausgezeichnet. So. Spiva ist nicht mehr weit. Genau, also wir sind hier in Nordafrika, vielleicht so viel zur Story, und kämpfen uns jetzt quasi mit einer kleinen Infanterieeinheit durch. So, wir sind, ich weiß gar nicht, was für einen Rang wir haben, auf jeden Fall einen sehr niedrigen Rang. Wir werden uns jetzt im Laufe der Kampagne natürlich hocharbeiten. Wie ist die Lage? Major, es nähern sich 2 feindliche Panzer. Panzer? Mein Gott, Sheridan, die machen uns fertig. Also fühle ich mich in Heu immer, wenn der Feind auf einmal mit Panzern kommt. Das Panzerabwehrbataillon hat Feindkontakt. Sie greifen die Panzer an. Wobei es mit Pax natürlich nicht sonderlich schwer ist, Panzer 3 auszuschalten. Zugegebenermaßen wären die ziemlich übel gewesen gegen unsere Infanterie. Jetzt wird das erst richtig interessant. Was denn jetzt schon wieder? Eine Kampfgruppe der 21. Panzerdivision hat uns nach Spytler zurückgeworfen. Der Rest der Division wird folgen. So. Genau, also die Idee ist, beziehungsweise der Plan ist, dass die Einheiten jetzt zur Unterstützung kommen. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, als ich die Kampagne auf leicht gespielt habe, dass ich alle meine Einheiten so im Wald versteckt habe, dass ich die komplette Armee da hinten ausgeschaltet habe mit den 6 Einheiten oder so. So. Und was wir jetzt... Genau, auf was wir jetzt achten müssen, effektiv nur, dass wir so viel Infanterie wie möglich vorschicken, damit wir Sicht bekommen. So, ungefähr auf die Höhe. Und dann kann die Pack drauf schießen und die macht das, erledigt das Problem relativ zügig. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die ihr Multiplayer mal beachten müsst. Panzer ist hinter den Gebäuden in Deckung gegangen. Ja. Dass hier quasi... Abwehrgeschütze für einen besseren Schusswinkel nach vorn, Major.
So. Dass ihr quasi die Pack gut positioniert. Das wird in diesem in dieser Kampagne. Panzer zerstört man mit Panzerabwehrgeschützen. Och. Gegen Infanterie setzt man am besten Infanterie ein. Also da können wir jetzt natürlich drüber diskutieren. Aber auf jeden Fall, es ist immer sehr interessant, wenn ihr wirklich so eine Stadt habt, die die Sicht einschränkt. Klar, in dieser Kampagne hier, das ist jetzt natürlich total forciert, damit dieser Fall eintritt. Aber es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass ihr das mal in der Multi... Also tatsächlich... Oh nein, ich sehe schon, wie jemand einen Clip erstellt hat. Naja, auf jeden Fall ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass ihr das tatsächlich mal im Multiplayer verwenden könnt. Übrigens könnte man den Panzer hier problemlos auch mit den GIs ausschalten. Ah, nee, tatsächlich nicht. Wir haben hier keine Panzerfäuste dabei. Okay, da muss man manchmal aufpassen. Nicht schlecht, Major, aber die Zeit wird knapp. Wir müssen Spidler erobern, um nach Kasserin zu gelangen. Kommen da schon durch. Da ist die First Armored. Ah, gepanzerte Einheiten. Also auf nach Kasserin, Major. So, ist der Punkt der. Wir kriegen die Panzerabwehr nicht so... Fluch, die Stadt wurde eingenommen. Die Panzer kriegen wir die so? Nein. Es schwer haben, die Panzer ins Visier zu nehmen. Ah, wir können die Pack aber mal hier stehen lassen, weil da kommt jetzt was. Ja, da kommt Sicht. Okay, da müssen wir jetzt die Einheiten rausziehen. Wir locken den quasi raus. Da fährt der Infanterie hinterher und dann müsste er eigentlich sterben. Ja, perfekt. So, und jetzt können wir die Infanterie hier oben rum schicken und die hier unten rum. Ah, wobei, nee, wir müssen... Können sie forciert, also gesammelt meine ich, reinschicken. So. Es darf nur nicht diese Infanterie alleine rein. Sollten optimalerweise gleichzeitig Feindkontakt haben. Oder wir greifen mit dem Block den hier an. Aber ihr seht hier, dass die deutsche Infanterie einfach viel stärker ist als unsere. Und das liegt jetzt nicht am Schwierigkeitsgrad. Das ist tatsächlich so. So. Die Pack ist auch auf der Straße natürlich schneller. Auf nach Kasserin, bevor die gesamte 21. Müssen wir hier einmal schnell durch. Genau, warum ich Clip gesagt habe, ich werde das Ganze hier nebenher live streamen. Das heißt, wenn ihr diese Videos so halbwegs zu Release seht, dann ist sehr wahrscheinlich, dass die folgenden Tage noch Livestream stattfinden, indem wir die Kampagne gemeinsam weiterspielen. Da gebe ich dann, wie erwähnt, auch Tipps und alles Mögliche. So, übrigens mit Steuerung könnt ihr immer denselben Einheitentypen markieren. Ich sehe das Projekt ja auch so ein bisschen als Tutorial quasi. Und ihr müsst nicht, nur weil da jetzt Panzer kommt, die Infanterie stehen lassen. Wenn es zeitkritisch ist, lasst die Pack. Also jetzt kommt die Infanterie, bewegt sich weiter, deckt quasi die Pack. Die Pack bewegt die, deckt die Infanterie und so weiter und so fort. Immer in Bewegung bleiben. Ihr solltet so gut es geht nie stehen bleiben. So, und da Infanterie, perfekt, es klappt optimal. So, manchmal ist KI, also quasi eure KI, die Wegfindungs-KI ein bisschen dämlich. Gerade wenn es darum geht, Einheiten so ums Eck zu bewegen. Da wäre es dann gar nicht so dumm zu sagen, okay, ich gebe vor allem Panzerabwehr, die ja erstmal anhalten muss, um zu schießen und so, den gebe ich einen Bewegungsbefehl anstatt einen Angriffsbefehl. Ich habe das jetzt nur aus Gemütlichkeit gemacht, aber ich sehe ganz oft, dass Leute Angriffsbefehle für Pack geben und es dann katastrophal schief geht, weil die Pack stehen bleibt, dann irgendwie drauf schießen will, dann ist der Feind doch aus der Reichweite draußen und so weiter und so fort. Das solltet ihr, wenn möglich, immer vermeiden. Der Bot, der auf YouTube nicht klappt, dann klappt er wie erwähnt auf Twitch. Das ist momentan ja so ein bisschen ein Problem, das immer nur auf einen von beiden Plattformen tut. So, einfach durchfahren. Steuerung und dann, also Steuerung Linksklick auf den Einheitentypen und dann irgendwo einen Bewegungsbefehl geben. Es ist sowieso immer sehr sinnvoll, Bewegungsbefehle zu geben, anstatt Angriffsbefehle. Deswegen müsst ihr immer hier auf Option dieses automatische Feuer auf Gebäude so einen Blick haben. Weil ihr dann gegebenenfalls Gebäude angreift, ohne dass ihr es wollt. Das ist jetzt hier nicht relevant, aber... Okay. Jetzt müssen wir alles so gut wie möglich in die Stadt reinbringen. Die Mission haben wir erfüllt. Da hatten wir noch mehr als genug Zeit. Ich meine, die Infanterie ist jetzt ja auch nicht langsam, außer sie flieht natürlich. Dann ist sie sehr langsam. Und hallo, JB. Kommt jetzt. Kasserin gehört uns. Gut, war jetzt auch nicht gerade in Feindeshand davor. Aber, vor allem feines Hand so rum. Leute, diese Kamerafehler ist immer noch drin. Gut, hat sich wahrscheinlich auch nicht viel geändert. Aber damit haben wir schon die erste Mission fertig. Wir werden die ersten Missionen sind sehr, sehr kurz, deswegen ziehen wir jetzt quasi alle einmal durch. Sie sollten sich mit den Verteidigungsstellungen beeilen. Der Angriff steht kurz bevor. Und packen das in einen Part. So. Ein Aufklärungsflugzeug ist unterwegs. Okay, das ist jetzt natürlich sehr angenehm. Wir kriegen ein Aufklärungsflugzeug. Die Reichweite dieser Panzerabwehrgeschütze voll aus, und die Packs... Wenn sie mehrere Ziele ins Visier nehmen können, steigen unsere Chancen erheblich. Stellen wir
Klar, wir müssen so aufstellen, dass wir am weitesten sehen. Wir haben keine Panzerabwehrwaffen. Sie müssen eben in Bewegung bleiben, Kowalski, und unsere Waffen vor der feindlichen Infanterie schützen. Major, jetzt das Wald. Ist ja natürlich hochgradig spannend. Nein, es gibt keinen Wald. Das bedeutet, ohne Wald kriegen wir auch keinen Überfallbonus. Also ist die Strategie, das ist immer jetzt die Frage, was tun wir? Jetzt ist die Strategie, wir haben ja eh gewisse Sicht, so egal was wir machen. Deswegen würde ich die Einheiten so weit wie möglich zurückbewegen, sodass sie keine Sicht verlieren. Hier könnten wir vielleicht diese Sicht da erhöhen. Nee, sie bleibt immer gleich. Wir ziehen die quasi so weit wie möglich nach hinten, dass im Zweifelsfall, wenn da jetzt die Panzer kommen, nur hier rüber bewegen müssen und hier rüber. Das sind kurze Strecken quasi. So, und dann müssen wir natürlich noch die Infanterie nehmen, um die Panzerabwehr zu decken. Wobei, vor allem da... Verdammt. Vor allem da müssen wir die Infanterie sammeln. Falls der Feind mit Grenadiere kommt, ist schwierig. Verdammt, wir haben den Aufklärer verloren. Gut, das ist jetzt nicht schlimm. Wir haben keinen Aufklärer, also müssen wir mit Dekodierung arbeiten, dass wir sehen, wo die Feinde herkommen. Wir wissen ja, in Rouge gibt es sogenannte Kriegslisten. Die sind auch sehr namensgebend an der Stelle. Und damit sehen wir halt, wann der Feind angreift. Das ist übrigens die maximal underrated List. Die wird viel zu selten benutzt und ich selber benutze sie auch nie. Aber sie ist wirklich sehr, sehr wichtig. Damit kann man wirklich viele Informationen bekommen. Oh ja, das würde ich jetzt nicht sagen, aber... So. Das heißt, ich würde tatsächlich jetzt 3 Infanterieeinheiten hier sammeln. Beziehungsweise, wenn die von Norden angreifen, dann sammeln wir da oben als meiste. Und ziehen die auf jeden Fall hier auch noch mit rüber. Und die einzelne Einheit auch noch. Also wir gucken, dass wir immer ein bisschen was überall stehen lassen. Aber dass wir da, wo der Feind seinen Hauptangriff startet, auch immer die Hauptverteidigung haben. Wir dürfen uns natürlich auch nicht von der Artillerie irgendwie unter Druck setzen lassen. Das ist ja so ein genereller Tipp. Also auch im Multiplayer ist es kein Stress, nur weil der Feind ein bisschen mit schwerer Artillerie aus 2 Kilometer Distanz auf euch schießt. Rouge kann man noch kaufen, da findet ihr in der Beschreibung ein verlinktes Video, wo ich genau darauf eingehe. So. Das ist jetzt eben so eine klassische Mission, bei der man einfach nur halten muss. Deswegen versuche ich auch so viel wie möglich über alles andere zu reden. Ja, gut, bei KOM-11 von Panzern zu sprechen, ist natürlich, naja, schwierig. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht doch die Pack ein bisschen bewegen sollten, damit die nicht ganz auf einem Haufen steht, wegen der Artillerie. Aber aktuell sollte das kein Problem sein. Wir haben nur leider keine richtige Panzerabwehr, die hätte 500 Meter Reichweite, dann würde alles, was die Italiener uns auch nur ansatzweise entgegenschicken könnten, mit einem Schuss quasi zerlegen. Aber, naja. Perfekt, wenn ihr mir anstatt den Hinweis zu geben, die Kontrolle über meine Truppen wiedergeben würdet, wäre das voll nice. So, und eine lassen wir jetzt natürlich stehen. 2. Wir haben jetzt da 2 Packs und 2 Infanterieeinheiten. Das sollte absolut reichen. Und wenn, dann sollten wir ja eh die Infanterie verlieren. Ich glaube, die Infanterie könnte auch ein bisschen für Sicht sorgen. Weil wir jetzt hier, da kommt feindliche Infanterie, da müssen wir jetzt schnell reagieren. Da muss man die Pack zurückziehen. Nutzen Sie die Infanterie zum Schutz der Panzerabwehrgeschütze. Genau, weil die italienische Infanterie ist eben auch wieder stärker als unsere. Wir müssen jetzt schnell die eine Einheit ausschalten, bevor da die zweite kommt. Dann wird's eklig. So, jetzt können wir sie wieder sammeln. Wo kommen Panzer? Wenn dann von Norden. Gut, gut. Passt. So, der rennt da jetzt rein. Das ist heute kein Kurs. Ah, die haben auch 20-20. Was übrigens falsch ist. Also italienische Infanterie bzw. generell Achseninfanterie hat immer doppelt so hohe Werte wie alliierten Infanterie. So, da brauchen wir eher die Panzer. Wir haben aber noch 2 Packs. Sollte daher kein Problem sein. Jetzt ein bisschen angehittete Infanterie. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Da können wir mal
Können übrigens Einheiten, wenn sie fliehen, noch Befehle geben. Die brechen zwar ihren Befehl ab, den sie hatten, bevor sie angefangen haben zu fliegen quasi, aber sie lassen sich schon noch ein bisschen steuern. Bisschen schwerfällig, manchmal hören sie nicht so ganz drauf. Es ist auch eher so, dass sie sich sehr langsam bewegen, aber sie bewegen sich. So ist es wirklich, es kommt eine Reaktion. Ah, ich glaube, wir sollten vielleicht noch eine Pack da hoch bewegen, bei so viel Panzern. Ich muss jetzt nur ein bisschen vorausschauend handeln, aber dadurch, dass wir die Einheiten so kompakt aufstellen, machen wir uns zwar prinzipiell anfällig für Artillerie, was im Multiplayer ein Problem wäre, aber die Artillerie ist nicht stark genug. Gibt es einen Grund, warum die Achsen FPS ist? Nö, nicht wirklich. Ich denke, was hat Balancing Gründe? Oder vielleicht spiegelt es so der Erfahrungswert wieder. So, die konnten ja schon kämpfen und alles, haben Kampferfahrung im Regelfall 39 gehabt. Die haben ja schon in Polen gekämpft und im Spanischen Bürgerkrieg und so. Und die Briten haben da halt nicht gekämpft. Beim Spanischen Bürgerkrieg gab es da? Gute Frage. Haben da mehr oder weniger, also klar, reguläre Gruppen haben sowieso nicht gekämpft. Das waren nur Freiwillige, so wie in der Krim natürlich auch keine russischen Truppen waren. Aber würden die danach quasi so mit ihren Strukturen übernommen? An der Stelle spannend zu wissen. Nehmen Sie eine Verteidigungsstellung ein, Major. Auf freiem Feld massakrieren Sie uns. So, jetzt haben wir das Problem, dass. Genau. Da ziemlich viel auf einmal kommt. Vielleicht noch Infanterie da reinstellen sollten. So, da drüben kommt jetzt eher Infanterie. Das bedeutet, wir können vielleicht sogar die Pack einmal abziehen. Ihre Stellungen haben alle standgehalten. Oh, wir haben ja nur zwei GI, ist das Problem. Dann kommt nirgendwo Infanterie. Oh, das könnte sein, dass wir jetzt ein bisschen zu langsam sind. Ich zieh die mal zurück, weil die wird gleich als erstes fliehen. Ha! Bin so gut. So, jetzt wird's problematisch. Jetzt müssen wir auf jeden Fall die ausschalten, die fliehen als erstes. Es gibt immer so diesen Trade-off zwischen ich schalte die aus, die fliehen, oder ich bringe die noch nicht fliehen, zum Fliehen. So, ihr müsst irgendwie beides machen. Aber im Worst Case kommen die Einheiten halt zurück und das müsst ihr halt auf jeden Fall verhindern, um jeden Preis. So, ich glaube, es ist auch tatsächlich besser. Ich habe mir das für YouTube abgewöhnt, weil es ein bisschen blöd ist, aber eigentlich solltet ihr immer rausgezoomt spielen. Also von Süden kommt jetzt ja noch gar nichts, da können wir theoretisch was vorziehen. So, jetzt können wir das hier einmal durchrotieren. Fallschirmjäger? Die Amerikaner denken ja wirklich an alles. Weil er Brite ist und deswegen sagt er die Amerikaner. Ja gut, aber wir haben ja genügend Infanterie. Also mit Infanterie wird es natürlich jetzt richtig nice. Mit falschen Jäger, weil die sind natürlich deutlich stärker. Und ihr seht, dieser Plan, dass wir das kompakt halten, funktioniert wunderbar, weil die Einheiten ziemlich schnell hin und her wechseln können. Ist natürlich hochgradig angenehm. So, was haben die denn für Werte? 80-80 und Bazooka. So, jetzt ist das natürlich entspannt. So, da oben haben wir jetzt Pack. Eine müsste reichen. Ich ziehe trotzdem mal noch eine hoch. Und die hier hochrotieren lassen. Das war jetzt vielleicht gar nicht so schlau. Wir hätten die von unten durchrotieren lassen müssen. Da unten kommt wahrscheinlich noch Kampfgruppe der Deutschen. Der mal Airborns. Die können wir prinzipiell hier so ein bisschen hinstellen. Ja, das passt alles. Alles entspannt. Das sind Airborns. Das sind GIs. Okay, dann brauchen wir das. Oh, das ist jetzt schwierig. Das ist jetzt schwierig. Da muss die Pack zurück. Pack muss zurück. Infanterie muss hoch. Wir müssen uns ein bisschen zurückziehen. Sonst sind die nicht rechtzeitig da. Norden? Das ist Norden? Ach, sowas verwirrt mich immer. Das klingt nach Panzerverband. Das bedeutet, wir ziehen mal das meiste an Pack runter. Vor allem, weil wir hier jetzt alles durch haben. Ich glaube, da kommen gar keine Panzer mehr. Ich muss schon mal provisorisch das hier hochziehen. Und das andere im Pack alles runter. Wir können hier Dekodierung und so draufhauen. So, keine Ahnung, vielleicht bringt das irgendwelche Bonusziele. So, das sieht gut aus. Wir halten die quasi vor der Start auf. Da steht auch schon die zweite Pack bereit. So, und die Einheiten sollten die jedenfalls aufhalten. Gut gemacht, Major. Bis jetzt ist kein feindlicher Angriff durchgekommen. Würde mich auch schwer wundern. Also, da habe ich schon im Multiplayer mit weniger Einheiten schlimmere Offensiven aufgehalten. So, jetzt kommen da Panzer wieder. Müssen wir hochbewegen. Da kommen noch Panzer. Von unten kommen Panzer. Das heißt, wir brauchen hier eine Pack. Hier brauchen wir vielleicht zwei. Und da drüben brauchen wir auch zwei. Jetzt mal die Infanterie ein bisschen zurück. Ah, das Panzer auf Infanterie schießen können, ist natürlich unangenehm für uns. Es ist schon so, dass leichte Panzer ziemlich gut sind gegen Infanterie. Wenn ihr hier mal die Airborne so ein bisschen vorziehen, die können im Zweifelsfall auch noch was machen.
Und hier nehmen wir die Infanterie auch. Ich die beiden Einheiten nicht richtig auswählen. Mit den Airborns wird es natürlich deutlich einfacher, feindliche Infanterie aufzuhalten. Ihr wollt natürlich optimalerweise immer, wenn wir jetzt so richtig min-maxen wollten, dass alle eure Einheiten oder so viele Einheiten wie möglich von euch Schaden austeilen. Okay, zum Glück lebt die Airborne noch, weil die, der kriegt jetzt die beiden fertig. Das ist gar kein Problem. So. Also ihr wollt quasi, dass alle eure Einheiten dauerhaft schießen. Das ist natürlich unrealistisch, aber nur, dass ihr so ein... Das ist so quasi das Ziel. Dass so viele Einheiten wie möglich Schaden austeilen und natürlich so wenig wie möglich bekommen. Und wenn wir schon beim Schaden bekommen sind, ist natürlich auch noch optimal, dass wenn ihr Schaden bekommt, am besten immer die Einheit, die... Oh, fuck. Ja, dann lass mich doch meine Pack steuern. Ihr wollt natürlich immer, dass ihr möglichst... Dass die Einheit Schaden bekommt, die pro Dollar am wenigsten Schaden bekommt, sprich die höchste Panzerungsstufe hat. Geschafft! Die Deutschen ziehen sich zurück. Perfekt. Und wir haben keine Panzerabwehrgeschütze verloren. Fabelhafte Leistung, Major. Gerne. Und dann solltet ihr natürlich noch darauf achten, dass Einheiten, wenn sie Schaden bekommen, ihr dafür sorgt, dass sie quasi bis zum Limit, bevor sie fliehen würden, Schaden bekommen. Dann zieht ihr sie zurück und bringt was anderes rein, dass die Schaden fressen. Das wäre so die perfekte Welt, nur dass ihr da quasi so ein Gefühl für bekommt. Da die zweite Mission dann doch länger gedauert hat, als ich gedacht habe, findet ihr die im nächsten Video. Das Video ist also an der Stelle zu Ende. Morgen geht es dann direkt weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.